Heute haben wir unseren Clubobmann, den Bezirksparteiobmann und Bundesjugendobmann Maximilian Kraus zu Gast. Und natürlich, wie soll es anders sein, am Tag der Jugend geht es um Bildung, Jugendarbeit, Jugendsicherheit und viele andere Themen, die im rot-pinken Wien, wie man jetzt so schön sagt, nicht gut laufen. Schön, dass wir heute bei sommerlich heißen Temperaturen hier wieder bei den traditionellen Donaustädter Sommergesprächen sind, mit dutzenden Anmeldungen, mit einer tollen Stimmung, mit einer tollen Veranstaltung der Freiheitlichen in der Donaustadt mitten im August, wo wir ganz klar zeigen, wir Freiheitlichen haben keine Sommerpause, wir sind immer für die Bürger da und es gibt auch ein großes Interesse an unserer Politik. Es gibt ein großes Interesse, wenn man sich einig ist, dass man auf Landes- und auf Bundesebene dringend etwas ändern muss und dass es mehr freiheitliche Handschrift braucht.